Herzlich willkommen zu unserem Let's Play zu Diablo 3. Ja, wir haben den 5 Jahre alten Action-Rollenspiel-Kracher nochmal ausgekramt. Und zwar, weil es mit dem Totenbeschwörer jetzt eine neue Klasse gibt. Genau. Der Bernhard ist bei mir, der hat das auch mit mir zusammen gespielt schon. Wir haben beide unseren Totenbeschwörer schon auf Level 70 gelevelt und wollen euch jetzt mal ein bisschen zeigen, was der denn so kann. Genau, zeitgleich zeigen wir auch noch ein bisschen was von Patch 2.6, der jetzt eben dazu noch erschienen ist. Die sind am Dienstagabend bzw. durch Wartungsarbeiten dann Mittwochnacht irgendwann erschienen, jeweils. Genau, zu dem Patch gehört nämlich zum Beispiel neue Gebiete, das sehen wir hier, das ist das Schleiermoor, das ist eines dieser neuen Gebiete. Aber es soll natürlich hauptsächlich um den Totenbeschwörer gehen, den wir hier schon sehen, mit seiner Armee der Toten. Da können wir kurz mal vorstellen, was ich hier schon für Fähigkeiten eingestellt habe. Mein Hauptangriff ist derzeit die Todessense, das ist quasi ein Nahkampfangriff, den man noch in verschiedene Formen umbauen kann. Ich habe die Zwillingssense gewählt, um noch mehr Schaden zu machen und die Gegner zusammenzuziehen, was ganz hilfreich ist. Ja. Dann benutze ich derzeit als Sekundärangriff die Todesnova mit dem Knochennova, mit der Knochennova-Rune, weil das mit den meisten Schaden macht. Und dann habe ich die beiden Diener-Fähigkeiten ausgewählt, genau, die Skelette und den Golem. Das ist ähnlich wie beim Hexendoktor. Der hatte ja da seine... das Ähnliche. Und dann, das wollte ich nicht, und dann habe ich noch Gebrechlichkeit. Das ist ein Fluch, der Todesbeschwörer kann ja auch Flüche. Und den habe ich mit Aura der Gebrechlichkeit als dauerhafte Aura ausgebaut, sodass ich den nicht permanent aktivieren muss. Sprich, alle Gegner in meiner Nähe sind automatisch verflucht und sterben, sobald sie unter 15% ihrer maximalen Lebenspunkte sinken. Das ist eigentlich recht geil, vor allen Dingen gegen halt Elite und Champions und Bosse, weil wenn die noch 15% HP haben, ist das noch relativ viel. Ja, gerade so bei Portalwächtern oder sowas, wenn man später geht und wenn die dann auch einfach umkippen, dann ist das natürlich sehr praktisch. Auch bei Schatzgoblins ist das sehr praktisch. Ja, stimmt, ja. Die sind natürlich schnell futsch. Vor allem diese blauen, die sich dann nochmal aufteilen jeweils, dann ist das natürlich sehr praktisch, wenn die dann auch alle gleich. So, und dann benutze ich relativ schnell umfallen. Die Kadaverlanze. Das können wir gleich mal direkt zeigen, weil der Totenschwörer hat nämlich so eine ganz spezielle Mechanik. Dazu brauchen wir erstmal ein paar Gegner. Hier erstmal traditionell ummieten und da sehen wir nämlich hier, wenn Gegner sterben, lassen die jetzt Leichen liegen. Das ist speziell für den Totenbeschwörer und der kann die Leichen dann verwenden, um zum Beispiel, wie hier gerade gesehen, diese Kadaverlanze loszulassen. Wir zeigen das gleich nochmal genau. Es wirkt immer nicht ganz so, wenn man hier nur so wenige Gegner hat. Da bräuchte man eigentlich mal eine größere Ansammlung. Ich glaube, hier drin ist wahrscheinlich in dem Gebiet so ein Event. Hier ist zum Beispiel ganz gut geeignet. Das müssen wir erstmal ein paar töten. Und dann kann ich jetzt hier quasi kettenreaktionsmäßig alle mit der Kadaverlanze hier aufspießen. Ja, ich habe das auch ähnlich gespielt. Also ich habe es mit Todesexplosionen im Moment gespielt. Das zeigen wir dann später wahrscheinlich auch nochmal. Da explodieren wir die dann nochmal zeigen. Da gibt es so nämlich die Leichenexplosionen. Lanzen raus und dann Explosionen. Da kann man zum Beispiel wählen. Ich habe jetzt immer das blutige Ernst, dass die Explosionen halt den Radius erhöht. Erhöhter Radius. Das ist ganz praktisch. Ah ja, ich starte erstmal das Ding hier, das Event. Da sollten, glaube ich, noch eine Menge Gegner kommen gleich. Man muss auch sagen, also die neuen Gebiete, die jetzt zwar für jeden erhältlich sind, kostenlos, nicht nur für Leute, die den Totenbeschwörer gleich eine Explosion haben. Hier eine Kettenreaktion auslöst, weil mit jedem Toten entstehen neue Leichen, die ich explodieren lassen kann und so ist das Event im 0,nix hier beseitigt. Also was ich gerade noch sagen wollte, ist, dass die Gebiete, die neuen, auch wenn die für jeden erhältlich sind, eben schon sehr stilistisch an den Totenbeschwörer angepasst sind. Also die Wir befinden uns hier in Akt 2, da ist das Schleiermoor und der Tempel der Erstgeborenen. Die beiden hängen so ein bisschen mit so einer kleinen Mini-Story zusammen. Und die ist auch klar auf die Hintergrundgeschichte des Totenbeschwörers ausgelegt. Kann aber natürlich von allen gespielt werden. So. Was kann man denn zum Beispiel mal noch zeigen? Es gibt noch zum Beispiel Knochenstacheln als Hauptangriff.
Was nehmen wir denn jetzt mal für eine Rune? Ich nehme die erste einfach, die die Gegner lähmt. Ja. Und das ist so ein bisschen, da kann sich der Totenbeschwörer ein bisschen im Hintergrund halten, weil das ist eine Art Fernangriff. Was soll ich nicht, jetzt tauchen hier gerade keine Gegner auf. Da. So, da kann man nämlich hier aus der Entfernung Stacheln aus dem Boden hervorkommen lassen, um die Gegner anzugreifen. Das sind halt die Standardangriffe, die die Ressource erzeugen, die beim Totenbeschwörer Essenz heißt. Und sich ähnlich verhält wie, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, also es lädt sich ja nicht selbstständig auf. Es lädt sich nicht selbstständig auf. Das ist dann ähnlich wie beim Mönch mit der Geisteskraft eigentlich. Ja. Es lädt sich nicht selbstständig auf, aber man verliert es auch nicht, so wie beim Bahn zum Beispiel. Sondern es bleibt halt da, wenn man es nicht benutzt. Wie ist denn deine Erfahrung damit? Weil ich habe jetzt bisher, so wie ich gespielt habe, hatte ich eigentlich bisher immer sehr wenig Probleme mit der Essenz zu handhaben. Also ich auch, weil es gibt sehr wenig Fähigkeiten, die wirklich Essenz benutzen. Wenn man zum Beispiel hier mal reinguckt, diese mächtigen Sachen wie Leichenexplosion und Kadaverlanze, die kosten nichts. Reanimieren kostet auch nichts, Verschlingen kostet nichts, also die hier kosten alle nichts. Die Golems befehligen kostet auch nichts. Der sollte mal seine eigenen Leute befehligen. Die Armee der Toten, die wir gleich mal noch zeigen könnten. Das mache ich jetzt. Die können wir auf jeden Fall mal zeigen. Die sieht nämlich sehr cool aus. Kostet auch nichts. Das Einzige, was kostet, sind die Flüche. Wenn man sie denn nicht so dauerhaft hat wie ich. Oder die Sekundärfähigkeiten. Ja. Die kosten dafür ordentlich. Aber die benutze ich halt kaum. Ich benutze die Nova manchmal, wenn ich ein bisschen umzingelt bin, aber ansonsten benutzt man die eher weniger. Was dann später im Endgame wahrscheinlich deutlich wichtiger ist, sind die eigenen Lebenspunkte. Mhm. Weil, jetzt wollte ich erstmal die Armee der Toten zeigen. Wenn ich die richtige Taste jetzt treffen würde. Zu spät, keine Gegner mehr da. Wir können ja schon mal direkt ins andere Gebiet wechseln vielleicht. Ich glaube, das... Ja, das ist nicht, wie du davon jetzt schon aufgedeckt hast von dem. Aber man hat so ungefähr den Stil ja schon erkannt. Man kann ja mal noch das andere zeigen, das sich, wie ich finde, auch sehr, sehr cool aussieht. So eine schöne Gruft halt eben. Genau, um nochmal auf die Ressourcen zurückzukommen. Mit den High-End-Runen für die meisten Fähigkeiten kann man sich zum Beispiel mächtige Boni holen. Dafür kostet das Auslösen der Fähigkeiten dann aber auch Lebenspunkte. Kannst du jetzt mal der Armee der Toten dazu? Nee, die hat jetzt noch Cooldown. Achso, du hast schon. Oh, ich hab gar nicht gesehen. Die hat sich vorhin komischerweise ausgelöst, ohne wirklich was zu bewirken. Ah, okay. Ja, vielleicht im Fähigkeitenbildschirm irgendwie mal draufgeklickt oder irgendwie was. Oder wir haben es nicht mehr. Mal kurz meine Essenz hier verbrauchen. Ja, zum Beispiel die Gegner, die sind natürlich auch neu in den neuen Gebieten. In den neuen Gebieten sind noch ein paar neue Gegner unterwegs. Die sehen natürlich auch sehr cool aus, die großen da, die du gerade erledigt hast. Ich hatte hier auch das Gefühl, dass einige von diesen neuen Gegnern Fähigkeiten besitzen, auch wenn das gar nicht dran steht. Okay. Dass sich einige hier zum Beispiel rumteleportiert haben. Das kann sein, das habe ich vorhin jetzt nicht beobachten können, wie relativ schnell durchgeschnetzelt bin. Und nur mal schauen wollte, was da diese halbe Quest da noch so zu bieten hat. So. Was wir jetzt noch gar nicht gezeigt haben, was wir gleich mal noch tun können, sind die passiven Fähigkeiten. Ja. Was es da so von der Art her gibt, muss ich bisher nämlich sagen, dass ich finde, da gibt es andere Klassen mit schöneren passiven Fähigkeiten. Ja, so richtig überzeugt hat mich das nicht. Es gibt zwar unterschiedliche Spielstile, die man hier bedienen kann. Zum Beispiel gibt es hier Einzelgänger, das ist halt für Leute, die ohne die Minions spielen wollen. Ja. Die kriegen dafür halt deutlich mehr Rüstung. Und dann gibt es halt so verschiedene Heilsachen, die Lebensregeneration erhöhen oder so. Aber zum Beispiel für so einen Spielstil, den ich jetzt habe, hier mit Sense und Minions, so richtig... Ja gut, also... Das wird sich dann halt auch noch rausstellen, wie das in so einem richtigen Endgame zu handeln ist, wenn wir halt Sets haben. Das haben wir jetzt halt noch nicht, weil wir jetzt erst
Also weil wir ganz normal unsere Charakter hochgelevelt haben und jetzt nicht irgendwie groß schon gecraftet und gelevelt haben dann hier noch. Das wird sich dann erst später herausstellen. Das kann man dazu jetzt natürlich noch nicht so viel sagen, aber ich finde jetzt so, beim ersten Durchlesen hat mich jetzt nicht so richtig krass überzeugt, muss ich sagen. Ja. Da fand ich zum Beispiel beim Mönch, da gibt es verschiedene passive Fähigkeiten, die ich für unfassbar wichtig für die Klasse halte und eben auch sehr stark. So, jetzt versuchen wir es nochmal mit der Armee der Toten. Da, okay. Ja gut, das ist jetzt durch die Hune sieht es ein bisschen anders aus. Da kommen so Giftskelette eben aus dem Boden. Da gibt es natürlich auch wieder Varianten mit den Runen. Und die ganz Standardvariante, finde ich, sieht auch sehr cool aus, wenn so quasi eine Armee der Toten, also eine Armee von Skeletten auf einen zugerannt kommt und alles aus dem Weg räumt quasi, was da steht. Weil Armee der Toten, man sieht es ja, die hat 2 Minuten Cooldown, aber sie macht dafür auch mindestens 12.000% Waffenschaden. Da kann man mit Runen natürlich auch wieder runen. Die irgendwie, der ist auf 25.000% hochjubeln, soweit ich das sowas gesehen habe. Zumindest 15.000 habe ich gesehen. Ich komme jetzt hier nicht rein. Ja, das ist ein bisschen komisch, weiß auch nicht, warum ich komme. ich kann sie nicht anklicken. Ja, ich weiß auch nicht, warum man das nicht. sowas ist bescheuert halt bei 2 Minuten Cooldown Spells. Dass man es nicht zumindest anschauen kann. Ich meine, anderes will man ja nicht, wenn man in diesem Fähigkeitsbildschirm ist. Das verstehe ich auch nicht so ganz, aber gut, das ist ein kleiner Makel, der zu verkraften ist, denke ich mal. So, was man beim Totenbeschwörer vielleicht auch noch besprechen sollte, was ich häufig gelesen habe, ist, dass viele sagen, ja, das ist ja einfach nur ein anders angemalter Hexendoktor. Mhm. Ich finde es nicht so. Nee, vor allem. Ja, die Minions sind ähnlich gegenüber dem Hexendoktor, aber die Spielweise ist doch relativ anders. Der Hexendoktor war mehr defensiv zu spielen, fand ich, wogegen der Totenbeschwörer doch mehr offensiv gespielt wird, habe ich das Gefühl. Es geht wesentlich flotter zur Sache. Und vor allen Dingen so, wie ich es spiele mit der Sense, ist man dann halt nicht, steht man nicht hinter seinen Minions und versteckt sich dahinter, sondern ist halt quasi vorne an der Front. Mhm. Ja, vor allem auch, wenn man dann, also was dann zwar wieder ein eher defensiver Spell ist, aber diese Knochenrüstung, die man dann hat, die ich auch gesehen habe, also es haben schon manche Verrückten haben schon hier Greater Rifts auf Level 100 gemacht, wie wir vorhin gesehen haben mit dem Totenbeschwörer nach einem Tag. Da ist auch immer die Knochenrüstung dabei dann eigentlich, weil die dann doch nochmal ordentlich Zähigkeit gibt. Kann ich auch mal zeigen. Das sieht dann der Champ, den man spielt, auch nochmal komplett anders aus. Ein bisschen breiter, ein bisschen mehr nach Barbar, wenn man die aktiviert hat. Ich mache das hier. Die erste einfach. Da kann man nämlich jetzt, wenn ich ein paar Gegner habe. Aber ich finde vor allem eben den Gegnern quasi die Knochen aus dem Leib reißen und als eigene Rüstung tragen. Ich finde jetzt vor allem eben auch diese Vorwurf mit dem Hexendoktor, dass dadurch mit diesen Leichen ein komplett neues Spielelement quasi reingekommen ist, finde ich, kann man das definitiv negieren. Oder auch halt das mit dem oder Flüche und mit der Verwendung der eigenen Lebensenergie als Ressource. So, habe ich jetzt hier noch. Ich setze jetzt mal hier die coole Variante der Toten ein. Ja, schade, dass da 2 Minuten drauf sind, aber es gibt natürlich auch Sets und andere Möglichkeiten, mit denen man sich dann ein Bild bauen extra dafür, wo man dann wirklich alles auf Cooldown-Reduktion setzt. Wenn man das reduziert, dann hat man da nochmal häufiger Spaß. Come on. Okay, jetzt habe ich alle meine Minions weggeschickt. Ja. Das dauert. Zieht sich das jetzt ein bisschen, weil ich eigentlich so nicht gewohnt bin zu kämpfen. Können dann ja nachmal noch in die Stadt gehen und die ganzen optischen Dinge zeigen, die jetzt mit dem Patch noch raus sind. Kann man zur Kommode, bei der Mystikerin müsste das immer sein in jeder Stadt, kann man ja hingehen und dann diese Flügel ausrüsten, die man dazu bekommen hat. Ja, das kann ich auch hier machen. Oder so, ja. Genau, da gab es eben diese Flügel. Dann gibt es hier so einen Gefährten.
Genau, einen Porträtrahmen gibt es auch. Porträtrahmen gibt es auch, das ist der hier. Und so eine Flagge. Die Flagge war es. Ich sehe es jetzt farblich nicht so ganz, aber ich glaube, das war die andere, oder? Das ist Season 3. Okay, ja. Ja, gut, dann. Ich weiß nicht, diese Flaggen benutze ich nie. Ja, ich auch nicht. Irgendwie sieht ein bisschen komisch aus, aber die Flügel passen natürlich auch wieder perfekt zum Totenmischen, oder? Das ist schon ganz, ganz witzig. Vielleicht ein bisschen groß geraten, aber. Ja, ich halte das jetzt alle auch alles aus, weil das bei den Aufnahmen eher stört, wenn man irgendwie einen Blick auf Skills haben will oder so. Hm. Deswegen mache ich das jetzt auch erstmal alles wieder aus. Die Diener sind natürlich immer sehr praktisch, weil die immer automatisch das Gold einsammeln und man sich darum dann nicht mehr kümmern muss. Ja. Deswegen habe ich da immer gern einen Begleiter noch, der, okay. der mit mir rumläuft. Und da gibt es schon auch sehr witzige Kreaturen. Also ich habe ja inzwischen auch schon 700, 800 Stunden mit Diablo 3 verbracht und dann findet man eben durch auch so Goblins oder sowas ab und zu mal. Ja. Sehr selten eben auch so Diener und sowas. Und da gibt es schon auch witzige Kreaturen. So ein Totenkopf, der einem hinterherfliegt, der wird natürlich auch sehr zum Totenbeschwörer passen. So, jetzt kann ich nochmal kurz zeigen, wie die Flüche normalerweise funktionieren. Wenn sie nicht als Aura ausgerüstet sind, dann macht man hier so einen Kreis und alle in dem kreisbefindlichen Gegner werden dann verflucht und das hat dann verschiedene Auswirkungen. Der Igelfluch, den kann man für die Selbstheilung benutzen. Das hier ist reduziert Bewegungsgeschwindigkeit und Schaden und der hier, wie gesagt, 15% und dann sterben die instant. Das mit der Selbstheilung ist auch so ein Ding, das mir aufgefallen ist, dass der sehr viele Fähigkeiten hat, die er auf Selbstheilung auslegen kann. Mhm, quasi so als Gegenentwurf zu den Fähigkeiten, die für die er Lebenspunkte opfert, kann er halt auch sehr viel Heilung, also so passive Heilung irgendwo herbekommen. Da muss man dann versuchen, wahrscheinlich ein ordentliches Balancing hinzubekommen zwischen den mächtigen Fähigkeiten, die einen Lebenspunkte kosten, und entsprechenden Selbstheilungsfähigkeiten. Jetzt bin ich hier nochmal in dem dritten der neuen Gebiete von dem Patch. Das ist in den Hohen Himmeln in Akt 4. Das sind hier vier so eine Gebiete hier rechts am Rand und diese eine Sphäre hier links oben. Ah, ich glaube, das hier gehört auch noch dazu. Der Name sagt mir noch nichts, also ja. wahrscheinlich. Das sind ganz interessante Gebiete, die zwar aus alten Elementen bestehen, die aber sehr willkürlich zusammengesetzt werden. Sprich, da kommst du auf einmal von einem Gebiet, was aussieht wie in den Hohen Himmeln, zu hier so einem Höllengebiet zum Beispiel. Mhm. Jetzt machen wir hier mal wieder eine Leichenexplosionskette. Ja, das finde ich so cool. Da gibt es auch verschiedene Fähigkeiten, die dann nochmal extra irgendwie so Leichen am Boden entstehen lassen. Und ja, dann, wenn du da halt dann mit Todesexplosion oder Kadaverlanze oder wie das Kadaverlanze heißt, ja, ne? Durchmäßt, dann ist das halt wirklich einfach so viel Schaden, das auf die niederprasselt. Da kannst du zumindest so bei, ich sag mal jetzt, ja, Early Game ist jetzt auch nicht mehr, aber dann halt schon so bei früheren Qualstufen, sage ich mal, kann man da schon richtig schön durchmähen. Spätere Builds haben wir gesehen, also gerade auch die, die dann irgendwie diese Greater Rifts Level 100 machen, die benutzen irgendwie gar keine Diener mehr, sondern, ja, sondern eben so ein Set, das irgendwie eher auf Einzel... Ja, so wie ich jetzt hier gerade, ich habe auch keinen Diener im Moment eingestellt, aber ich stelle mal wieder zurück, zumindest auf die Skelette. Die Skelette finde ich auch sehr praktisch. Der Skill-Büsse heißt übrigens Skelette befehligen, weil man kann die direkt anweisen, einen bestimmten Gegner anzugreifen, ja, und die machen das dann auch, bis der tot ist. Das ist praktisch vor allen Dingen bei Schatzgoblins. Ja, und bei Portalwächtern oder ähnliches natürlich auch. Und dann hatte ich noch genau das eingestellt, dass die Skelette mich nebenbei heilen. Das ist eigentlich ganz cool. So. Und ja, du hattest dich noch informiert zu den Sets, die der Totenbeschwörer so haben kann. Wir können die jetzt zwar noch nicht zeigen, weil wir halt noch nicht so weit sind. Aber da gibt es ja sicherlich wieder verschiedene Möglichkeiten, die man da hat. Genau, ja, also ich habe mir mal ein bisschen was rausgeschrieben. Also das eine Set heißt Knochen von Ratmar. Es ist sehr ausgelegt auf Spiel mit Dienern und mit der Armee der Toten, die wir euch ja eben schon gezeigt haben. Also diese Skelette, die auf einen zurennen.
Und da kann es sein, dass jeder Treffer, also nicht jeder, aber es besteht die Chance beim Treffer von allen deinen Dienern, dass die Abklingzeit von Armee der Toten reduziert wird, was natürlich sehr praktisch ist bei einem Skill, der ansonsten 2 Minuten braucht. Und zusätzlich kann dann eben noch durch weitere Setteile kann dann noch der Schaden der Armee der Toten erhöht werden und die Diener erhöhen noch, also die reduzieren, glaube ich, noch deinen erlittenen Schaden. Das war, glaube ich, dieses Set, was bisher, finde ich, ziemlich cool klingt. Das muss man dann natürlich noch ausprobieren, wie es dann hoch. Klingt so ein bisschen nach was ich gerne spielen würde. Ja, definitiv ich auch. Dann gibt es noch, oh Gott, ich weiß nicht, wie man das korrekt aussprechen soll, aber Trag'uls Avatar. Da, es gibt eine Fähigkeit, die kannst du dir gleich auch nochmal zeigen, die heißt Blutige Pfade. Und die erhält dann bei, wenn man 2 Set-Gegenstände davon hat, eben kann man jede Rune davon erhalten. Da können wir ja gleich mal schauen, was die so drauf hat, beziehungsweise was die Runen aus dem Kampf komme. So machen. Würde ich das auch gerne zeigen. So. Nee, hier nicht das. Einfach mal durchklicken. Blutige Pfade, genau. Das ist so ein, das ist quasi wie so ein Teleport, wie, ähnlich wie der vom Dämonenjäger. Ja. Die sind auch immer sehr praktisch. Also man sieht eigentlich keinen High-Level-Spieler, der ohne solche Fähigkeiten spielt, egal bei welcher Charakterklasse. Ja. Der kostet schon in seiner Grundausführung 5 Leben, aber 5% Leben, aber gut, was sind 5%? Wenn man ordentlich Regeneration hat, ist das wahrscheinlich nicht. Vor allem, wenn man dadurch halt von Leuten fliehen kann, mal kurz, wenn man irgendwie in Schwierigkeiten steckt. Und dann kann man hier noch auswählen, ob die Rüstung erhöht wird, ob man geheilt wird. Ob man eine Leiche hinterlässt, was ganz nützlich ist, wenn man halt mit diesen Leichenfähigkeiten spielt. So kostet es kein Leben mehr. Oder zusätzliche Aufladung und kostet doppelt so viel Leben. Ja, aber wie man sieht, wenn man alle hat, dann ist es dieser Effekt, dass es doppelt so viel Leben kostet, ja durch die Hämostase auch wieder weg. Also das ist schon sehr mächtig. Und jetzt können wir den mal kurz zeigen. Ich könnte mir vorstellen, dass viele, die an sich mit einem anderen Set spielen, vielleicht 2 Teile von diesem Set nehmen, um diese Portation, alle Skill, Vorteile davon zu haben. Ansonsten kann man durch das Set, also dieses Trag'uls Avatar, sein maximales Leben erweitern. Also das bis zu 100% von dem, was man hat, nochmal drauf. Das ist ordentlich, ja. Und alle schadenverbrauchenden Fähigkeiten. Von allen schadenverbrauchenden Fähigkeiten wird der Schaden erhöht. Also dadurch, dass man dann nochmal mehr maximales Leben hat, kann man natürlich dann auch mehr auf schadenverbrauchende Skills spielen. So. Ja gut, das ist ja, die alle prozentual sind, ist das ja egal, wie viel Leben man hat. Im Grunde genommen. Wenn man 20% Leben verbraucht, hat man 20% Leben verbraucht. Ja, aber wenn man mehr hat, hat man trotzdem immer noch mehr übrig. Das ist richtig. Außerdem weiß ich nicht, ob das vielleicht wirklich dann nur von dem eigentlichen maximalen Leben abgezogen wird oder ob dann von dem, was nochmal zu sagen. Ich denke ja nämlich eigentlich, dass es vom eigentlichen maximalen Leben runtergerechnet wird und nicht von dem, was man dann zusätzlich durch das Set bekommt. Weil sonst wäre es echt ein bisschen, weiß nicht. Das sind alles so Sachen, die müssen noch ausexperimentiert werden. Zumindest für uns, ich vermute mal, die Rift 100 Spieler, die haben schon alles raus. Keine Ahnung, wie sie das so schnell gemacht haben, aber egal. Ja, vielleicht schon Beta ein bisschen ausprobiert und keine Ahnung, wie es bei dem PTR-Server aussieht oder sowas, ob man das da. Ja, das kommt noch dazu. Wir hatten aus verschiedenen Gründen, konnten wir den Totenbeschwörer nicht auf dem PTR spielen, obwohl er da spielbar war. Deswegen beschäftigen wir uns auch jetzt erst so Release damit. Ja. Aber ja. Dann gibt es noch eben das Set, das anscheinend bisher am stärksten ist, weil das, wie ich gesehen habe, jeder benutzt hat, der Greater Rifts auf 90 bis 100 macht. Dadurch wird der Schaden der Knochenrüstung wird erhöht durch den ersten Bonus. Die Stapel der Knochenrüstung werden automatisch erneuert, also man muss nicht immer aktivieren und Leute ranziehen. Natürlich fett, vor allen Dingen, weil die ja Solo spielen alle ohne Minions. Ne? Und erhöht dazu nochmal die Schadensreduktion. Ja. Also man kriegt dadurch so viel Zähigkeit allein dadurch schon.
Und die Knochenrüstung aktiviert noch einen Tornado, der eben auch nochmal selbst Schaden macht. Und jeder, der davon getroffen wird, erhält auch nochmal mehr Schaden durch alles, was du sonst machst. Das klingt auch schon ziemlich hart und das ist bisher anscheinend auch wirklich der stärkste. Dann gibt es noch ein Set, das fand ich ganz witzig, das sah rein äußerlich, das habe ich jetzt auch schon zwei Teile davon gefunden, sah es rein äußerlich ein bisschen aus wie die Rüstung, die Frodo anhat, als er durch Mordor marschiert, also mit diesem Schnabel da vorne dran. Und da feuert halt jede verbrauchte Leiche feuert nochmal zusätzlich so eine Kadaverlanze ab. Und die Fähigkeit Knochenspeer verringert erlittenen Schaden und jede verbrauchte Leiche erhöht auch nochmal den Schaden von Knochenspeer. Also das ist auch schon wieder, dass sich alles schön ergänzt. Aber es klingt für mich jetzt aufs erste Mal hören auch nicht sonderlich stark. Ja, ich fand den Knochenspeer-Skill jetzt auch nicht so wahnsinnig toll. Das ist der Standard-Skill, den man von Level 1 hat. Das eigentlich. Ist ja halt so ein. Das ist ein bisschen vergleichbar hier mit dem Dämonenjäger. Aber der verbraucht halt wahnsinnig viel Essenz. Und ja, das stimmt vor allem, ja. Da mache ich hier mit meiner Leichenexplosion deutlich mehr Schaden. Die wiederum keinerlei Essenz braucht. Richtig. Von daher. Die kostet nichts, außer dass Leichen auf Boden liegen. Man kann es natürlich benutzen, dann. Halt eben, um die erste Leiche zu erschaffen. Der macht ja schon ordentlich Schaden auch, der Knochenspeer, aber ansonsten, ja. Gut. Ich denke, das reicht erstmal so, um einen groben Überblick zu haben. Da, um so eine Klasse von Diablo 3 bis ins Detail zu verstehen, da fließen dann erstmal viele Stunden rein, dass man die Sets zusammen hat, alles ausexperimentiert hat. Aber ich denke, wir haben euch erstmal einen guten Überblick gegeben, was der Totenbeschwörer denn so kann, was man mit ihm anstellen kann. Und ja, ob der DLC 15 Euro wert ist, muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Genau. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Tschüss.